Hallo, mein Name ist Tom. Willkommen zum letzten Teil der Level 65 Serie. In diesem Video werden wir über das Gear sprechen. Das Video ist folgendermaßen aufgebaut. Zuerst schauen wir uns die Ausrüstung an im Sinne von Waffe, Schuhe, Handschuhe und Rüstung. Danach kommt der ganze Schmuck dran. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Blick auf die fehlenden Slots. Das sind Gürtel, Unterwäsche und Brosche. Ich habe dazu so kleine Bildchen gemacht und das blendet sich jetzt ein. Hier haben wir eine Übersicht über das gesamte PvE Endgame Gear. Wir haben verschiedene Stufen oder hier Englisch Tiers genannt. Wir fangen an mit dem Geeigneten, dann das Grenzgänger, dann Entdecker und zu guter Letzt VM4 oder Schöpfer. In Apostrophen ist immer der englische Name oder ein Name, der halt auch sehr typisch für das Gear ist, sprich wie die Leute es nennen. Wir fangen von links an und arbeiten uns dann Schritt für Schritt Richtung rechts. Und uns interessiert natürlich vor allem, wo kriegen wir die Sachen her. Wir wollen aber auch ein bisschen auf die Eigenschaften des Gears eingehen. Und das sehen wir hier im nächsten Bild. Wir haben beim ersten Set, das wir uns besorgen, das geeignete Set, sehr, sehr hohe Basiswerte drauf und wir können bereits Niveote in dieses Gear reinzockeln. Das wird uns einen extremen Boost geben, sobald wir das anziehen, und durch diese hohen Basiswerte können wir bereits Untiefen und Schlund laufen. Die Nachteile des Gears sind, dass es nicht verzauberbar ist. Es hat relativ wenige Stats drauf, gerade weil es nicht verzauberbar ist. Dadurch fehlen uns ja plus 3, plus 6 und plus 9 Boni. Auch Set-Boni gibt es hier nicht. Also wenn ich zum Beispiel Waffe und Rüstung trage, werde ich dafür nicht belohnt. Und es gibt nur einen Waffentyp. Was damit gemeint ist, ist einfach, dass es keine schnelle, heftige und schneidende Waffe gibt, sondern einfach eine für alle. Und woher kriege ich das Gear? Ja, ich krieg's als Questbelohnung und den Gurt müsste ich aus der Vorhut-Initiative kaufen. Das möchte ich euch gleich in-game zeigen, was damit gemeint ist. Ich drücke also H, hier ist ja dieses neue Questsystem und hier oben hat es immer drei Aufgaben zu erledigen und man erhält dafür eine Belohnung. Und genau so eine Belohnung wird eben das geeignete Gear sein. Ich glaube, die ersten drei Aufgaben, die man macht, geben als Belohnung ein paar Zirkone, genauso wie die zweiten drei Aufgaben. Dann kriegt man aber bereits den geeigneten Schmuck als Belohnung, den wir dann später besprechen. Und danach, mit den nächsten drei Aufgaben, dürfte das geeignete Gear als Belohnung hier auftauchen. Drum macht diese Aufgaben. Die Aufgaben sind in etwa einfach erkunde alle diese Gebiete und spiele die Story durch. Mach ein paar Quests in der Vorhut-Initiative, lauf einmal Sabex Waffenkammer und einmal Fleischerkatakomben. Und dann hat man eigentlich all diese Aufgaben erledigt, um bereits zum geeigneten Gear zu kommen. Den Gürtel kann ich euch hier auch schnell zeigen. Das ist hier bei der Vorhut-Initiative, wo man die Rufmünzen eintauschen kann. Wir haben links den Kristallhändler und rechts den Allgemeinhändler. Und hier finden wir eben den Gürtel für stolze 4200 Münzen. Das ist viel zu teuer, drum kauft den bloß nicht. Ja, so viel zum ersten Gear. Es ist ein tolles Gear, es erlaubt uns, die ersten Inis auf 65 zu laufen und ist drum sicher etwas, das wir uns besorgen möchten. Das zweite wäre jetzt das Grenzgänger-Set oder das Untiefen-Normal-Mode-Set auf Englisch Ambit. Es hat deutlich tiefere Basiswerte als das geeignete Set. Dafür können wir es verzaubern und somit die Basiswerte, sprich Angriffsmodifizierer und Verteidigungsmodifizierer, so ein bisschen ausgleichen, obwohl jetzt hier bei der Lanze auf plus 9 der Angriffsmodifizierer noch tiefer ist als bei der geeigneten Lanze. Aber wir haben viel, viel mehr Stats drauf, gerade weil wir auch die Verzauberungsboni haben, die wir noch so
verändern können mit Schriftrollen der gewöhnlichen bzw. meisterhaften Verwandlung, können wir die Stats so rollen, wie wir sie haben wollen, sodass sie für unseren Charakter optimal geeignet sind. Und dadurch gleichen wir den Verlust vom Angriffsmodifizierer doch deutlich aus. Wir überkompensieren den sogar, sodass das Grenzgänger-Set schlussendlich deutlich besser ist als das Oculus 2. Wir haben auch einen Set-Bonus, obwohl er gering ist. Also wenn wir mehrere Teile tragen, kriegen wir da Kraft und Konsti nochmal dazu. Und auch hier können wir natürlich die Nivote sockeln. Und es gibt, wie beim geeigneten Set, nur eine Waffe, also keine schneidende, keine heftige. Also es ist noch nicht so ganz der Bringer, aber es ist doch mal eine gute Ablösung für das geeignete Set und doch deutlich besser. Man behält es aus untiefen Normal Mode, da droppt die ganze Sache. Man kann das Set auch craften, man kann es aus Grenzgängermarken nicht herstellen, aber man kann Grenzgängermarken gegen das Gear eintauschen und es gibt wieder Teile davon in der Vorhut-Initiative. Ich zeige euch die verschiedenen Möglichkeiten, das Gear zu bekommen, kurz in-game. Laufen wir kurz hier runter. Also einmal aus untiefen Normal Mode. Wir sehen hier die Waffe auch aufgelistet, sowie die Rüstung etc. etc. Auch der Gurt droppt bereits in untiefen Normal Mode. Dann können wir das Ganze craften. Ich gehe hier mal zu der Rüstungsherstellung und hier unten sollte ich ziemlich schnell gewisse Teile davon finden, etwa hier die Plattenrüstung. Das Problem ist vor allem hier diese Empyr-Dinger. Bei Rüstung ist es Empyr-Platte, bei Waffen sind es Empyr-Scherben. Die muss man herstellen aus entsprechenden Fragmenten. Diese sind aber relativ selten. Sie droppen ganz selten im Schlund und Untiefen, auch im Ali-Verlies. Gut fallen sie bei Weltbossen. Weltbosse sind aber selten da. Von daher ist es nicht ganz so leicht, an diese Empyr-Dinger zu kommen. Man kann sie im Notfall aber auch beim Handelsagenten kaufen. Um sich etwas herzustellen, muss man Kunsthandwerker sein, also hier Rüstungskunsthandwerker respektive dann Waffenkunsthandwerker. Wer das nicht ist, kann sich die Waffe von jemandem anders herstellen lassen, da das Ganze dann handelbar ist. Jo, so viel zum Craften. Dann Grenzgängermarken, hier habe ich eine ins Inventar genommen. Diese Marken fallen in Rand des Abgrunds und im Schlund. Da kriegt jeder Spieler jeweils eine und es kostet für die Waffe zum Beispiel 56 Marken. Also ist jetzt nicht so ein lohnenswerter Weg ans Gear zu kommen. Für einen Twink aber durchaus interessant, denke ich, wenn ich jetzt sowieso immer Schlund mit meinem Main laufe, sammeln sich diese Marken an, dann habe ich vielleicht 100 Stück und für meinen Twink kann ich dann hier diese Marken nutzen, um ans Grenzgänger-Set zu kommen. Und der vierte Weg, Vorhut-Initiative, hier gibt es Handschuhe, hier etwa die Lederhandschuhe, es gibt auch die Schuhe, die sehen wir hier und dann den Gürtel. Das Ganze hier ist wieder viel, viel zu teuer. Die Handschuhe hier oben zum Beispiel 6400 Münzen, die Schuhe 5800 und der Gürtel 8300. Das ist viel zu teuer und definitiv nicht empfohlen. Jo, das wäre es zum Grenzgänger-Set gewesen. Dann gehen wir schon zu der nächsten Stufe, was wir dann nach dem Grenzgänger-Set so haben möchten. Das ist das Entdecker-Set. Die Stats hier drauf sind einfach entsprechend nochmal eine Runde besser als beim Grenzgänger-Set. Wir haben jetzt auch drei verschiedene Waffentypen. Wir haben also eine schneidende, eine heftige und eine schnelle Waffe, je nachdem, was man lieber hat, Attack Speed, Crit oder einfach flachen Schaden. Dann dieses Gear fällt natürlich in untiefen Hard Mode und Elkara Normal Mode, also den schwierigen Instanzen, sage ich jetzt mal. Und man wird das Gear auch wieder craften können. Das kann ich euch leider noch nicht zeigen, da die Rezepte noch nicht veröffentlicht worden sind. Die Rezepte werden dann auch in untiefen Hard Mode fallen und die INI ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht released. Die Waffe kann bereits zum jetzigen Zeitpunkt gefunden werden, nämlich hat sie eine sehr, sehr, sehr kleine Chance,
im Schlund und in Untiefen zu droppen. Aber wirklich sehr, sehr gering. Aber das ist der Grund, warum ihr manchmal jemanden mit der Hartmutwaffe bereits rumlaufen sieht. Jo, das letzte wäre dann die Vision Maker Rüstung. Die wird wieder sehr, sehr schwierig herzustellen sein. Dafür ist es das beste Gear, was es gibt. Ich kann euch da noch kein Bild zeigen. Irgendwas Koreanisches oder so hätte ich jetzt gefunden, aber damit wollte ich euch nicht belästigen. Jedenfalls muss man dieses Set herstellen. Man braucht dazu Materialien aus sämtlichen Instanzen. Ich habe euch das da aufgelistet. RG ist Ravenous Charge. Das ist der Schlund. BR ist Baptismal Rise, also Untiefen von Baptismal. Und EK ist Elkaras Airship. Man kann bereits die Fackeln, die Federn und die Schuppen zusammensuchen. Den Rest kann man aber noch nicht farmen. Jo, das wäre es so zum PvE-Gear gewesen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Also man fängt einfach mit dem geeigneten Set an, geht dann zum Normal-Mode-Gear aus Untiefen Normal-Mode, sprich das Grenzgänger-Set, kann sich das Ganze auch craften, wenn man möchte. Da man dieses Gear dann schnell durch das Hard-Mode, also Entdecker-Gear, ersetzen wird, plusse ich das Grenzgänger-Set nur auf plus 9. Ich weiß ja, also plus 12, wer will, kann es machen, aber man muss nicht. Jo, und dann Entdecker Tier 3, da freue ich mich, bis das released wird. Dann aus Elkara Normal Mode und Untiefen Hard Mode. Dieses dann auf jeden Fall auf plus 12 machen. Damit wird man sich eine Weile rumschlagen und zu guter Letzt dann wieder Vision Maker. Jetzt wollen wir uns das PvP-Gear anschauen, wie das da funktioniert. Das ist eigentlich ein bisschen einfacher, finde ich. Es gibt aber auch hier dann wieder vier verschiedene Stufen, die ich hier jetzt eingeblendet habe, wieder mit Beispielen zu Tier 1, 2 und 3. Ich habe hier jetzt nichts mehr groß hingeschrieben von wegen Eigenschaften und woher man es kriegt. Ich denke, die Eigenschaften sind klar. Man sieht, es wird halt einfach immer so ein bisschen besser. Ja, ich denke, auch hier fängt man wieder mit dem geeigneten Set an. Dann wird man zum Anfechter-Gear übergehen, dann Missachter und dann zuletzt wieder Vision Maker 4 für PvP. Das Ganze spielt sich bei diesen zwei Händlern hier ab, Bellicarium und Blutrausch. Wenn wir hier kurz einen Blick riskieren, sehen wir hier ja zum Beispiel so ein Rezept für die Anfechter-Waffe. Das wäre jetzt eben das Tier 2 im PvP. Wenn ich zum Blutrauschhändler gehe, sehe ich hier bereits Anfechterkonvertierungen, wo dann die Anfechterwaffe in die Missachterwaffe umgewandelt wird. Das wäre dann also Tier 3. Die Materialien, die man dazu braucht, die findet man auch hier bei diesen Typen. Zum Beispiel hier das Zeichen des Brudersturms wird dann benötigt oder Zeichen des Jadefeuers. Und beim Blutrauschtypen finden wir zum Beispiel den Meinungsverschiedenheitstropfen. Das sind alles so Zutaten, die man für die PvP-Sachen benötigt. Und dazu noch ein bisschen geupgradete Zauberhaut oder Pilkerfasern oder so Sachen. Also das Ganze ist nicht so wirklich kompliziert im PvP. Im Moment kann man lediglich das Normal-Mode-Zeug herstellen, also das Anfechter-Zeug. Die Sachen fürs Missachter-Zeug, die sind noch teilweise zumindest nicht veröffentlicht worden. Also da gibt's die Mats einfach noch nicht. Jo, das war's schon zum PvP-Gear. Damit wollen wir jetzt zum Schmuck übergehen. Und da werden wir über Sets sprechen. Und zuerst nimmt uns einmal Wunder, wie schaut so ein Set denn überhaupt aus? Und da habe ich hier ein kleines Bild vorbereitet. Ein komplettes Set besteht immer aus einem roten O-Ring und einem blauen O-Ring. Dann haben wir einen roten Ring und einen blauen Ring. Und zu guter Letzt noch das Amulett. Ich nenne die rote und blaue Ringe respektive O-Ringe, weil die einen halt einen roten Edelstein im Bild da drin haben und die anderen einen blauen, also einen Rubin respektive einen Saphir, nehme ich jetzt mal an. Und so kann man die ein bisschen identifizieren. Uns fällt auf, dass die roten Sachen besser sind als die blauen, wenn wir zum Beispiel mal die O-Ringe da vergleichen. Wir haben beim roten 2,5% Leben,
beim blauen aber nur 2% und auch der Verteidigungsmodifizierer ist beim roten höher, sowie die Gegenstandsstufe an sich. Beim roten O-Ring steht in der zweiten Zeile dann aber auch einzigartiger Gegenstand. Das bedeutet, dass ich diesen O-Ring nur einmalig tragen kann. Also ich kann nicht zwei Exemplare dieses O-Rings tragen, während das beim blauen nicht so ist. Den könnte ich doppelt tragen, wenn ich will. Ja, und wenn ich all das ganze Zeug da trage, das wir sehen, dann kriege ich auch das komplette Set zusammen, sprich krieg den 5er-Set-Bonus und natürlich auch alle davor. Das wäre also so ein komplettes Set. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, ja, was gibt es denn überhaupt für Sets und womit fange ich erstmal an? Was ist mein erster Schmuck? Und das wäre eben wieder der geeignete Schmuck. Also das ist das, womit man mal anfängt. Ich habe da die geeignete Halskette so als Beispiel mal eingetragen. Die Eigenschaften sind genau gleich wie bei der Ausrüstung selbst, also hohe Basiswerte, aber wenig Stats und kein Set-Bonus. Es gibt ja nur ein geeignetes Set für alle, also Heiler oder Tanks haben kein eigenes Set, alle tragen das gleiche. Und noch als Zusatzinfo, die Stats auf dem geeigneten Set wären rerollbar mit halben Verwandlungsrollen, tut das aber bloß nicht, das lohnt sich nicht. Und dieses geeignete Set, unseren ersten Schmuck, kriegen wir eben auch wieder als Questbelohnung. Ja, zum Schmuck, ich habe das da vergessen hinzuschreiben, das ist Level 64 Schmuck und deshalb werdet ihr da keine Würske reintun können, sondern nur Zirkone. Jo, der nächst bessere Schmuck wäre dann auch schon der beste Schmuck, den es gibt. Ich habe das da einfach Tier 2 genannt, bereits PvE und PvP aufgelistet. Wir haben da jetzt immer drei verschiedene Sets. Zum Beispiel beim PvE-Schmuck haben wir das Feuerset, das für Damage-Dealer gedacht ist, dann das Waldset für Tanks und das Wasserset für Heiler und als Beispiel die Feuerkette, also die Damage-Dealer-Kette. Beim PvP haben wir das Todeslinien-Set mit viel Crit, dann das Blutlinien-Set, das einfach so ein bisschen alles hat. Ich denke, das wäre dann wohl für die Tanks gedacht und das Frostlinien-Set wieder für Heiler. Jetzt beim PvE-Schmuck, die Eigenschaften sind, dass es halt tiefere Basiswerte wieder hat als das geeignete Set. Dafür haben wir wieder mehr Stats, wir haben wieder einen Set-Bonus. Und dann Vorteil noch aufgelistet, eben drei verschiedene Sets, das heißt, wir können das wählen, was für uns am besten geeignet ist, zum Beispiel als Tank kann ich das nehmen, das im Set Bonus Agro hat, eben das Waldset oder als Heiler entsprechend nehme ich das Wasserset. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man so die Wahl zwischen den verschiedenen Sets hat. Ja, wo kriege ich das Ganze her? Das Amulett und die blauen Teile droppen im gefräßigen Schlund. Die beiden roten Teile droppen in den Untiefen von Baptismal Normal Mode. Also relativ simpel. Problem ist nur, dass die Droprate nicht ganz so hoch ist. Der PvP-Schmuck ist auch nicht unbedingt kompliziert. Machen wir vielleicht das Woher mal zuerst. Das Amulett gibt's für Bellicarium-Punkte. 40.000 kostet das, ist ziemlich teuer. Die blauen Teile gibt's in den Verliesen, also egal ob Solo oder Koop. Und die roten Teile gibt es nur im Koop-Verlies. Man fragt sich natürlich, okay, das ist schön und gut, aber was ziehe ich jetzt wirklich an? Was ist am besten für mich? Ich meine, wir sehen es da schon, die Todeslinie hat Crit. Das ist doch auch was Tolles, selbst wenn man PvE spielt. Und tatsächlich ist das so. Also das Todeslinien-Set bietet große, große, ernstzunehmende Konkurrenz gegenüber dem Feuerset. Gerade wenn man Crit sehr gerne hat oder vielleicht sogar ein bisschen von der Klasse her drauf angewiesen ist, ist das Todeslinien-Set eine super Alternative. Und da gebe ich euch eine kleine Empfehlung, die natürlich nur eine Option ist, also ihr müsst das nicht tun. Aber ich finde es ganz geil, wenn man Sets mischt. Dadurch kann man nämlich nur rote Sachen tragen. Wir haben ja gesagt, man kann so einen roten O-Ring hier zum Beispiel nur einzigartig tragen. Also ich kann nicht zwei davon anziehen. Was ich aber tun kann, ist einfach einen roten O-Ring von einem anderen Set anziehen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel den Tank O-Ring und hier drüben
den DD-O-Ring. Und bei den Ringen tue ich das genauso. Hier einmal Tank-O-Ring und hier einmal Damage-Dealer-O-Ring. Dadurch kann ich halt nur rote Sachen tragen, aber trotzdem in begrenztem Maße von den Set-Boni profitieren. Und wenn wir uns die Set-Boni mal anschauen, sehen wir, der Zweier-Set-Bonus ist immer sehr, sehr toll. Also 6 Kraft, das ist super, das will ich haben. Dann beim Dreier-Bonus haben wir 4 Attack-Speed, will man natürlich auch haben. Dann den Vierer-Bonus, Consti. Beim gegenwärtigen Content braucht man das einfach nicht. Ich weiß nicht, inwiefern sich das mit den zukünftigen Updates verändert. Aber im Moment braucht man das nicht wirklich. Und dann den 5er-Bonus, die 4er-Kraft. Das ist halt schwächer als der 2er-Bonus. Natürlich, man hätte es gerne, aber man braucht es jetzt nicht, sag ich mal, unbedingt. Wenn man es durch einen anderen 2er-Bonus austauschen kann, der ja stärker ist als der 5er-Bonus, warum nicht? Und genauso tue ich das hier. Ich hole mir hier den 2er- und 3er-Set-Bonus ab und hier noch einmal einen 2er-Set-Bonus. Und das tue ich eben, indem ich roten Ring und O-Ring vom einen Set trage, dann einen roten O-Ring und Ring von einem anderen Set und das Amulett je nach Wahl von einem der entsprechenden Sets. Als Damage Dealer könnte man so optimal das Todeslinien-Set einbringen, also ein O-Ring, ein Ring vom Todeslinien-Set, der Rest vom Feuerruf-Set. Warum nicht? Dadurch kombiniere ich Kraft und Crit optimal und kann so also von den Boni beider Sets profitieren. Auch trage ich dann keine blauen Sachen, die ja einfach ein bisschen schwächer sind, auch von den Grundwerten her. Wer will, kann das also so tun. Das ist doch eine tolle Alternative. Ja, das wäre es eigentlich schon zum Schmuck gewesen. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Also es gibt je 3 PvE-Sets und 3 PvP-Sets. Die kann man mischen, wenn man will. Ansonsten einigt man sich einfach auf das Set für die entsprechende Klasse, die man spielt. Und dann macht man auch nicht allzu viel falsch. Dann werden wir jetzt noch kurz über die fehlenden Slots sprechen. Zuerst einmal den Gurt. Wo kriege ich den Gurt her? Beim geeigneten, da haben wir ja gesagt, wir müssten den von der Vorhut-Initiative kaufen. Dieser tut das bloß nicht, wie erwähnt bereits. Dann den nächstbesseren Gurt, den Grenzgänger-Gurt, gibt's einfach aus der Ini und tiefen Normal-Mode. Das ist auch da, wo der Rest von diesem Gear droppt. Nicht weiter kompliziert. Der Entdeckergurt genauso, der droppt da, wo auch das andere Entdeckerzeug droppt. Und den Schöpfergurt, den VM4-Gurt, gibt's dann aus Elkara Hard Mode. Jetzt, wenn man den geeigneten Gurt nicht kaufen soll, weil er zu teuer ist, und ich trotzdem einen haben möchte, müsste ich ja bereits untiefen Normal Mode laufen, um den Grenzgängergürtel zu organisieren. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt noch gar keinen Gürtel habe. Da komplett mit einem leeren Gürtelslot reingehen, ist natürlich nicht so empfohlen. Drum schauen wir mal die PvP-Sache da an. Ganz leicht, also wieder den geeigneten Gurt. Ist wieder das gleiche wie bei PvE. Dann aber Tier 2, 3 und 4, Anfechter, Misachter und Abtrünnigen, die gibt's alle im Ali-Verlies, alle drei. Und zwar auch bereits jetzt. Und das ist der optimalste Weg, um den ersten Gurt mal zu kriegen. Ich kann euch die hier in-game schnell zeigen. Wir haben einmal den Anfechtergurt, dann haben wir den Missachtergurt und den Abtrünnigen-Gurt. Ja, der Abtrünnigen-Gurt ist der VM4-PvP-Gurt, ist dementsprechend gut, hat dementsprechend hohe Stats. Wahnsinnsgürtel einfach, ist in dem Sinne völlig OP im Moment und den müsst ihr euch besorgen aus dem Ali-Verlies. Muss einfach her, das Ding. Gut. Dann als nächstes die Unterwäsche, hier wieder ein Bild. Unterwäsche ist ganz leicht, es gibt drei verschiedene Stufen, weiß, grün und blau. Die grüne hat noch so ein Zusatzstat drauf und die blaue hat dieses Stat auch, aber einfach in höherer Ausführung und auch alle anderen Stats sind höher. Diese Stats, die da drauf sein können, sehen wir rechts aufgelistet. Wir haben Kraft, Crit, Mana Rec, Max HP, Prozentual und Consti. Unterwäsche gibt's für 80 Goldfingermarken.
Die kann man dann gegen einen Wäschekorb umtauschen. Und die Goldfingermarken kriegt man im Solo-Verlies. Und sehr, sehr selten droppen sie auch in Baldas Tempel. Alternativ habe ich da noch hingeschrieben, Echtgeld, da kann man sich auch Wäschekörbe kaufen, also für Terrataler und beim Handelsagenten. Ich rate tatsächlich, wenn ihr jetzt noch gar nichts habt, holt euch einfach mal eine weiße oder eine billige grüne Unterwäsche beim Handelsagenten für so circa 1500, 2000 Gold, weil dann habt ihr einfach mal was. Ich würde das sogar ehrlich gesagt schon auf Level 1 tun, denn Unterwäsche kann man auf Level 1 bereits tragen. Und ja, dann kann man anfangen, die Goldfingermarken zu farmen und wird sich dann in so einem, ja, vielleicht 3 Wochen Rhythmus oder 2 Wochen Rhythmus, keine Ahnung, so einen Wäschekorb kaufen können. Und mit viel Glück ist dann eben mal eine blaue drin. Interessant ist natürlich die frische und die sportliche Unterwäsche. Das sind die mit Kraft respektive Crit. Die sind die beliebtesten. Und da sollte man drauf abzielen. Wenn man so eine aus dem Handelsagenten kaufen will, muss man aber natürlich auch tiefer in die Tasche greifen. Zu guter Letzt noch die Brosche. Hier ist es wieder ein bisschen komplizierter, aber es gibt hier auch wieder 4 Stufen. Wir haben zuerst das Einsteigermodell, hier noch ohne Bild, weil es die Brosche noch nicht gibt. Die hat einfach so ein bisschen Crit drauf, glaube ich. Könnte jetzt auch Kraft sein, also die Infos hier sind ein bisschen schwammig, ehrlich gesagt. Diese Einsteigerbrosche hat keinen aktivierbaren Effekt. Und man muss dazu in Castanica so irgendeine Quest machen, die mit Gildenhäusern zu tun hat. Aber eben Gildenhäuser gibt's halt noch nicht. Drum gibt's auch diese Quest noch nicht und die Brosche noch nicht. Das wäre aber eine super Brosche, die kann man sich einfach mal holen. Dann hat man den Slot einfach mal besetzt. Das ist eine tolle Sache. Und da das im Moment noch nicht geht, könnte man jetzt die nächst bessere Brosche in Betracht ziehen als die erste. Das wäre die Partianer Brosche. Hier gibt es 3 Versionen, eine mit Kraft, eine mit Crit, eine mit Agro. Und auch diese Broschen haben keinen aktivierbaren Effekt. Man kann diese Broschen bei der Vorhut-Initiative für 1900 Punkte kaufen. Das ist natürlich teuer und man möchte die Punkte lieber sparen. Aber wenn sonst wo nirgends eine Brosche fallen will, dann könnte man das machen. So einfach, damit man mal eine hat. Ja, eben, wenn man die Punkte nicht ausgeben möchte, dann müsste man bereits auf Tier 3 abzielen. Das wäre jetzt die einfache Brosche. Hier gibt es wieder eine Kraft-Crit- und eine Agro-Version. Die haben je einen aktivierbaren Booster, also dass dann also Kraft oder Crit oder Konsti für kurze Zeit höher wird. Und dann gibt es noch die Reinigungsbrosche, mit der man sich selber dispeln kann. Und die hat halt auch Crit als Basis-Stat da drauf. Und jetzt das Woher, das ist ein bisschen, na, vielleicht nicht ganz korrekt, aber so mehr oder weniger. Einfach so Richtung Untiefen, Rand des Abgrunds. Irgendwo da soll das Zeug fallen. Da ist vielleicht im Loot-Table, den ich angeschaut habe, vielleicht auch ein bisschen was nicht ganz so ganz korrekt, weil es kommt mir ein bisschen komisch vor, manchmal. Naja, jedenfalls, wenn ihr die Inis lauft, also zum Beispiel so Rand des Abgrunds, könnte da jetzt irgend so eine Brosche fallen und dann hättet ihr mal eine. Aber ja, das ist halt Zufall, ob sie denn fällt, dann müsst ihr auch noch Würfelglück haben, weil vielleicht sind andere auch interessiert. Und von daher ist es nicht garantiert, dass ihr auf diesem Wege so schnell zu einer Brosche kommt. Drum, wenn ihr einfach mal den Slot füllen wollt, könnte es tatsächlich im Moment die beste Lösung sein, die Partianer-Brosche zu kaufen. Wobei ich persönlich würde auch nicht 1900 Punkte für ausgeben. Ja, die beste Brosche, die das wäre dann die gute Brosche, habe ich dieses Tal einfach genannt. Funktioniert genau gleich wie die einfachen Broschen. Sie sind einfach besser, höhere Werte und der Booster ist höher, respektive beim Self-Dispel ist die Abklingzeit niedriger. Und die Booster-Broschen gibt's via Crafting. Da muss man ein Rezept finden, das in Schlund- und Untiefen Normal-Mode fallen soll. Und da braucht's dann ein ganz spezielles Material, das man aus Rand des Abgrunds und Untiefen Normal-Mode bekommen soll. In Untiefen Normal-Mode habe ich's bereits schon gesehen, von daher ist das definitiv richtig. Ja, und die Reinigungsbrosche, die gute, die soll
in und tiefen Normal Mode bereits fallen, glaube ich aber nicht so wirklich. Aber ich denke dann auf jeden Fall im Hard Mode und vielleicht auch noch in Elkara Normal Mode, man weiß es nicht. Aber irgendwo wird das Zeug einfach fallen. Herstellen kann man die gute Reinigungsbrosche nicht. Okay, das wär's gewesen. Hoffe, ihr habt so einen kurzen Einblick irgendwie bekommen ins Gear, also was es da für verschiedene Stufen gibt und wo man mal anfängt, also mit dem geeigneten Zeug einfach die Quest machen, da kriegt ihr Schmuck sowie die Ausrüstung an sich und dann mal in Untiefen das Grenzgänger-Set besorgen, dann in Untiefen Hardmode das Entdecker-Zeug besorgen und dann an VM4 arbeiten. Beim Schmuck entscheidet euch für ein Set, respektive eine Kombination aus zwei verschiedenen Sets und farmt die Sachen dann entsprechend. PvP-Schmuck aus dem Ali-Verlies. Wenn ihr das Todeslinien-Set haben wollt, müsst ihr da ganz fleißig Ali-Verlies laufen. Ansonsten Schlund und Untiefen Normal-Mode für den restlichen Schmuck. Gerade Untiefen für die roten Teile natürlich interessant. Also so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Jetzt, wie bereits erwähnt, in die Beschreibung packe ich nochmal ganz, ganz, ganz viele Links, wo eigentlich mehr oder weniger nochmal alles so ein bisschen aufgelistet ist. Das ist auch meine Quelle gewesen, wo ich jetzt all die Informationen her habe, die ich euch hier erzählt habe. Okay, ich hoffe, ja, es hat funktioniert und ich konnte euch irgendwie ein bisschen was zeigen und ich hoffe, ihr habt das Ganze auch verstanden, einen Einblick bekommen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.